Wolfgang Hartmann besitzt bis zum heutigen Tage kein Auto und hat einen neuen Job, bei dem er zwingend eines benötigt. Da im Internet immer wieder gute Angebote zu finden sind, entscheidet er sich für den Autokauf im World Wide Web. Das Feine beim Kauf im größten Marktplatz der Welt ist neben dem günstigen Preis auch der Komfort. Man kann es machen, wann man will und wo man will. Wolfgang ist fündig geworden. Er hat ein geniales Angebot gesehen. Preis-Leistung passen mehr als überein. Er ruft den Verkäufer gleich an. Grüß Gott, ich wäre an Ihrer Anzeige im Internet interessiert. Das richtige Auto gefunden, ein 5er Golf um 17.500 Euro in einem Top-Zustand. Und ich habe dann daraufhin gleich den Verkäufer angerufen und werde morgen hingehen und freue mich, wenn ich das Auto gleich bekomme. Der Kauf ging reibungslos über die Bühne und Wolfgang Hartmann ist seit einem Monat stolzer Besitzer eines Autos, dessen Preis-Leistungs-Verhältnis ausgewogen ist, jedoch jetzt schon erste gröbere Mängel auftreten. Irgendetwas stimmt mit dem Auto einfach nicht. Die Bremsen oder irgendwas muss da defekt sein. Es ist zwar in der Anzeige gestanden, das Auto ist im Top-Zustand, aber irgendwas passt einfach nicht. Nun hat er einen Sachverständiger beauftragt, die Mängel anzuschauen und dementsprechend zu prüfen. Dem Sachverständiger wird schnell klar, dass einige Mängel zu sehen sind. Wenn er es mit dem Inserat im Internet vergleicht, dürften diese Mängel auf keinen Fall schon nach einem Monat vorhanden sein. Was nun? Hat man bei einem Kauf im Internet überhaupt das Recht auf eventuelle Gewährleistungen? Nach der genauen Überprüfung des gegenständlichen Fahrzeuges haben wir mehrere Mängel festgestellt, wie Sie gesehen haben. Es ist die Bremse vorne und hinten komplett verschlissen. Weiter sind dann noch zu vermerken die Unterfahrschütze vorne und hinten sowie die Eindellung am Schweller hinten rechts. Wenn wir das summa summarum zusammenzählen, kommen wir sicher auf ca. 2000 Euro Gesamtkosten. Wolfgang Hartmann wird schnell klar, dass er einen Fehlkauf getätigt hat. Nun heißt es handeln. Aber was tun? Er entscheidet, sich bei einem Fachmann beraten zu lassen und unternimmt den Weg zum Anwalt. Bei mir ist die Lage so, dass der aktuelle Zustand meines Autos nicht mit dem ursprünglichen Kaufinserat übereinstimmt. Und normalerweise hätte ich eine Gewährleistung dafür. Jetzt ist es aber so, dass ich mein Auto übers Internet gekauft habe und davon ausgehen muss, dass ich eben keine Gewährleistung habe und somit auf den doch hohen Kosten durch die Behebung der Mängel sitzen bleibe. Ist das denn wirklich so? Hat man wirklich keinen Anspruch auf eine Gewährleistung nur, weil man das Auto nicht persönlich beim Händler gekauft hat? Rechtsanwalt Dr. Gerhard Scheidbach klärt auf. Es gibt also auch bei dem Kauf über das Internet grundsätzlich zumindest einen Anspruch auf Gewährleistung. Das heißt, der Übergeber, also der Verkäufer, hat für solche Mängel grundsätzlich einzustehen, sofern sie bei Übergabe des Fahrzeuges auch schon vorhanden waren. Die Frage ist natürlich, ob Sie nicht auf diesen Anspruch verzichtet haben. Es kommt nämlich in der Praxis vor, dass zumindest zwischen Privaten auf eine solche Gewährleistung verzichtet wird. Da müsste ich dann den Kaufvertrag bzw. auch das Inserat im Internet sehen, um das prüfen zu können. Nach einem intensiven Gespräch mit dem Experten fällt Wolfgang Hartmann ein Stein vom Herzen. Man hat, auch beim Kauf im Internet, Anspruch auf gesetzliche Ansprüche. Das Fazit von Dr. Gerhard Scheidbach. Auch beim Internetkauf besteht grundsätzlich ein gesetzlicher Anspruch auf Gewährleistung. Das Problem ist aber oftmals, dass ein solcher Anspruch zwischen den Parteien ausgeschlossen wird. Dies ist aber nur zwischen Privatpersonen möglich. Sollten Sie auf die Gewährleistung verzichtet haben, ist zu prüfen, ob allenfalls eine Anfechtung wegen Irrtums in Frage kommt. Möglicherweise besteht auch eine Anfechtungsmöglichkeit wegen Verkürzung über die Hälfte. Das Internet bietet aus meiner Sicht aber ganz andere Gefahren. Die liegen in der Person des Verkäufers. Das Internet bietet eine gewisse Anonymität. Ich empfehle unbedingt eine persönliche Kontaktaufnahme mit dem Verkäufer. Wenn möglich, lassen Sie sich auch eine Passkopie geben. Ansonsten, wenn all diese Dinge beachtet werden, kann ein solcher Kauf im Internet durchaus ein Schnäppchen sein. Wenn es dennoch Probleme gibt, lassen Sie sich bei einem Rechtsanwalt beraten.